nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre, wird nicht sein, KI automatisiert und der Mensch hat nichts zu tun, sondern wird sein, ein Mensch, der dieses Tool einsetzt, wird seinen Job besser machen können, wird vielleicht Jobs machen können, die man gar nicht machen konnte vorher. Wir befinden uns in einer etwas technologielastigen Woche hier auf dem LiveNet-Kanal. Am Dienstag war ja Rolf Riedmann Gast im LiveNet-Talk, um einen aufrüttelnden Bericht zu den Entwicklungen von Gewalt- und Pornografiedarstellungen im Internet zu geben. Das war ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob alle das überhaupt fertig schauen konnten von diesem ganzen, was abgeht und wie das auch einfach schnell auch sich verbreitet und einfach sich verbreitet bei den Kindern und Jugendlichen. Heftig, die Talk am Dienstag. Heute jetzt gehen wir auch wieder in eine Technologie-Geschichte rein, also was das so für Früchte bringen kann, gute und schlechte. Und es geht nämlich um das Thema künstliche Intelligenz, was jetzt zuerst auch mal neutral ist einfach, aber kommt darauf an, was wir Menschen damit machen. Und da möchten wir ein bisschen mehr jetzt darüber erfahren von dem Herrn Professor Dr. Thilo Stadelmann, ist Leiter der Center of Artificial Intelligence an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW. Herzlich willkommen erstmal, Herr Stadelmann. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass wir einander elektronisch begegnen können. Ja, genau, das passt ja schon mal. Ich habe zuerst von Ihnen so erfahren, als ich ein Interview in diesem Magazin Salzkorn gelesen habe, das in Deutschland ziemlich gut abonniert ist, denke ich, aber in der Schweiz durch einen Tipp, und fand das extrem spannend, da Science Fiction, wie schlau ist künstliche Intelligenz, das ganze Thema, das natürlich die Christen auch stark beschäftigt. Aber wollen wir zuerst noch ein bisschen den Thilo Stadelmann einfach kennenlernen als Person. Wer sind Sie? Wo bewegen Sie sich? Nicht nur natürlich an der ZHAW, was, ja genau, wer steckt da dahinter? Sehr gerne. Beruflich unter anderem an der ZHAW, dort mit dem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir sind dort momentan so um die 30 Personen, die viel Unterricht, viel Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz machen. Wir arbeiten ganz typischerweise mit Unternehmen zusammen, die auf uns zukommen mit Fragen und sagen, hey, wir würden gerne dieses oder jenes entwickeln. Wir haben das Gefühl, das ginge mittlerweile. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Damit beschäftigen wir uns Tag ein, Tag aus. Ansonsten seit kurzem auch Unternehmer. Ich bin dieses Jahr mit Kollegen zusammen, sind wir uns einig geworden, dass wir gesagt haben, hey, was sich seit ChatGPT im Bereich der KI getan hat, das ist wirklich nutzbringend für viele Fragestellungen, die sich Unternehmen bieten. Und da gibt es, glaube ich, Angebote, die jetzt möglich sind, die man so noch nicht kriegen kann. Und wir haben uns damit selbstständig gemacht, um Unternehmen zu helfen. Ja, was gibt es sonst noch zu mir zu sagen? Ja. Verheiratet, Vater eines Sohnes, lebhafter im Grenzgebiet Schaffhausen, Zürich, Deutschland. Genau. Ja, wunderbar. Und auch, also da in der Aufzählung in diesem Magazin war auch noch drin, eben Projektleiter, Reviewer, Glaubender auch, also auch der Bezug zum Glauben und zu diesem Weltbild, das da auch eine Rolle spielt, dann natürlich im weiteren Verlauf unseres Gesprächs. Aber ich möchte dort mal anknüpfen, wo ich eingeleitet habe, da mit diesem, es gibt ja bei diesem Werkzeug wirklich wie bei allem fast ein bisschen, was sich da anbietet, gute und schlechte Kräfte. Und das ist die große Glaubensfrage schon immer wieder drin, die ich auch höre. Ja, was kommt jetzt da? Und ist das jetzt gefährlich? Und Ende der Kunst und Kultur und so weiter. Was würden Sie da mal einleitend ein bisschen sagen? Ich bin da grundsätzlich sehr optimistisch eingestellt. Vielleicht ist das auch eine Lebenseinstellung. Vielleicht hat die auch mit meinem Glauben zu tun. Mhm. Was wir mit künstlicher Intelligenz haben, ist natürlich ein Werkzeug. Also alle Berichte, die nahelegen, das könnte demnächst mal, ich weiß auch nicht,
lebendig werden oder mindestens mal Bewusstsein erlangen und dann vielleicht die Menschheit ausrotten oder gottähnlich werden oder so. Die können wir mal getrost auf die Seite legen. Das ist im Bereich der Science Fiction. Das hat weder technische noch sonst irgendwelche Gründe. Vielleicht wirtschaftlich. Ich könnte mir vorstellen, manche Leute machen Geld damit, sich besser darzustellen, als sie sind oder ihre Produkte. Manche vielleicht auch damit Ängste zu schüren. Aber ein großer Teil auch der Forschungscommunity in der KI tut das also wirklich mit sehr deutlichen Worten ab. Ridiculous. Wahnsinnig nennen das viele der prominenten Leute in der KI. Darüber muss man nicht sinnvollerweise reden, es sei denn, man will sich über Science Fiction unterhalten. Hat nichts mit der Realität zu tun. Aber wir haben ein Werkzeug, was offenbar sehr, sehr, sehr viel kann, sehr nützlich ist. Man könnte pointiert sagen, vielleicht das mächtigste Werkzeug, was die Menschheit bis jetzt gebaut hat, vielleicht sogar gebaut haben wird, wenn man überlegt, wo das mal hingehen könnte. Also sicherlich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Und mit dem kann man mal prinzipiell wie mit jedem Werkzeug sehr verschiedene Dinge tun. Es wird Leute geben, die damit Böses tun werden, schlechte Dinge machen werden. Es wird ganz viele sehr neutrale Sachen geben. Manche Sachen, die es heute schon gibt, werden damit besser werden, schneller werden, neue Dinge werden ermöglicht. Ich glaube, man kann auch ganz dediziert viel, viel Gutes damit tun. Es sollten sich unbedingt alle, wie sagt man manchmal, alle Menschen guten Willens, mindestens alle Glaubenden, eingehend damit beschäftigen und anschauen, wie kann ich das zum Guten einsetzen? Es bietet so viele Möglichkeiten. Es wär schade, man würde diese Chancen ungenutzt lassen. Und ja, dann gibt es ein paar Herausforderungen, über die sollten wir noch reden und mit denen sollte man auch gut umgehen. Aber das ist ja bei den meisten Sachen im Leben so. Und das war ja eigentlich dann letztlich auch beim Internet genau dieselbe Geschichte, oder Anfang der 90er Jahre. Also kann man schon ein bisschen Parallele ziehen, oder? Ja, und wir können weiter zurückgehen. Also das war auch mit der Entwicklung des Feuers und des Rades und des ersten metallischen Werkzeuges so. Man konnte mit all diesen Sachen gute und schlechte Dinge tun. Und ich weiß nicht, ich finde das sehr, sehr spannend zu gucken, was kann man Gutes damit tun. Und dann lohnt es sich auch drauf zu gucken, wie kann man vielleicht Risiken in den Griff bekommen und einhegen, sodass man damit gut leben kann. Was wollen wir am Ende? Wir wollen eine gute, eine lebenswerte Zukunft bauen für die Zeit, die wir auf der Erde haben. Und ich glaube, da bietet uns KI viele Chancen für. Okay, und ist auch spannend eben zu beobachten, jetzt als LiveNet-Chefredaktor bin ich natürlich stark vernetzt, auch in die Kirchenszene, und da sieht man dann auch die einen, die haben da Gruppen gestartet, Taskforces, die da die Vorteile nutzen wollen, und andere sind zurückhaltend. Was denken Sie, was sind so mögliche Bereiche, wo Kirchen Nutzen daraus ziehen könnten, auch aus der KI? Nehmen wir mal den sprachlichen Bereich beispielsweise als ein. Kirchen sind ja meistens doch Organisationen, die sehr engagiert sind, sehr viel anbieten wollen und gleichzeitig nicht furchtbar viel Budget dafür haben. Da unterscheiden sie sich von großen Konzernen, die dann auch finanzielle Möglichkeiten haben. Bei Kirchen passiert ganz viel auf Freiwilligenarbeit, beispielsweise Übersetzen der Veranstaltungen in andere Sprachen, sodass Leute folgen können, die sonst nicht folgen könnten. Da bräuchte man vorher Leute, die der Sprache mächtig waren. Ich sage nicht, dass KI das gleich gut kann. Da ist ein Riesenunterschied zwischen einem Muttersprachler und einem trainierten System. Aber was wir bei ganz vielen Anwendungen in diese Richtung gesehen haben in den letzten Monaten und Jahren, ist, dass die Systeme mittlerweile good enough sind. Ich saß vor einer Weile im Urlaub in Frankreich, mutigerweise in Frankreich, ohne ein Wort Französisch zu sprechen, in einem Gottesdienst. Und habe gedacht, ich würde doch jetzt gerne mitkriegen, um was es geht und nicht nur die eine oder andere Hillsong-Melodie erkennen. Und habe dann eine Translator-App von Microsoft in Richtung Mikrofon gehalten und gedacht, na mal gucken, ob ich irgendwas davon ablesen kann mit schlechtem Ton und in der letzten Reihe. Und siehe da, ich konnte folgen. Das waren teilweise hanebüchene Sätze, die hätte man nicht so drucken sollen, aber ich wusste, um was es geht. Ich konnte folgen, ich konnte der Botschaft folgen. Und so Dinge werden möglich mit solcher Technologie, die vorher gar nicht möglich waren. Man kann Leute erreichen, die man vorher nicht erreichen konnte, einfach weil es Reichweite erweitert, weil es die schnelle Kreation oder eben Übersetzung von Inhalten ermöglicht. Wären so ganz, ganz pragmatische Ansätze, was man machen kann. Genau. Und dann gibt es natürlich sofort wieder jene, die dann warnen vor, ja, das wird wirtschaftlich noch eine Revolution mit sich bringen, Massenarbeitslosigkeit, oder wenn wir da den Menschen überflüssig machen im System, was entgegnest du darauf? Also Sie? die wirtschaftliche Revolution haben wir jetzt schon. Es ändert die Art und Weise, wie Geld verdient wird auf diesem Planeten in
wahnsinnig schneller Art und Weise schon die letzten 5 Jahre. Wenn man sich anguckt, es gibt teilweise im Internet so interessante Videos, die Top 20 wertvollsten Unternehmen der Welt im Verlauf der Zeit seit dem Jahr 2000. Und im Jahr 2000 waren das hauptsächlich Öl- und große Industriekonglomerate. Da ist heute kein einziges mehr von dabei. Eins vielleicht noch. Ich meine, bis Jahr 2020 war noch eins dabei. Alles andere sind große Tech-Firmen, Internetkonzerne, KI-Konzerne, Datenkonzerne. Und logischerweise hat das, wenn man sich nur diese Entwicklung anguckt, hat das eine Auswirkung auch auf unsere Gesellschaft. Wenn sich Geldströme verändern, dann verändert sich auch die relative Wichtigkeit von, was uns Menschen wichtig ist, was wir wertschätzen und so. Es hat einen riesen Einfluss auf Ja. die Welt, auf die Gesellschaft. Nicht erst in der Zukunft, jetzt schon und schon seit einer Weile. Davor muss man aber nicht nur Angst haben. Nehmen wir das Beispiel mit, macht uns das alle arbeitslos? KI ist ein Werkzeug, wenn man die Motorhaube von diesem Werkzeug mal so ein bisschen aufmacht und guckt, wie funktioniert das, kann man ganz viele von diesen Mythen entkräften. So, es ist, demnächst macht sich das selbstständig oder übernimmt ganz viel automatisch. Ich würde sagen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert da gar nicht furchtbar viel automatisch, weil KI zwar krasse Fähigkeiten hat, die liegen aber hauptsächlich in Bereichen, in denen die Menschen nicht so gut sind, und es hat teilweise noch große Schwierigkeiten, die Sachen aufzuholen, wo die Menschen drin gut sind. Warum hat uns ChatGPT so begeistert, in was es kann, seit jetzt 11,5 Monaten? Weil es in was gut ist, wo der Computer bis jetzt grottenschlecht drin war, nämlich Konversation zu betreiben. Man hätte nicht gedacht, dass das so gut geht. Aber wenn wir, ich nehme an, fast jeder hat schon mal so eine Konversation mit dem Chatbot geführt, wenn wir das machen, dann merken wir, manchmal, vielleicht sogar häufig, funktioniert das relativ gut, und manchmal merkt man, dass das halt doch was anderes ist als wir, obwohl es irgendwie mit Sprache umgehen kann. Manche Zusammenhänge checkt es einfach nicht. Manchen sprachlichen Wolken kann es nicht folgen. Manche Logikaufgaben, die sind zu viel dafür. Wozu führt das? Das führt dazu, dass das ganz vorherrschende Modell, wie dieses Werkzeug eingesetzt wird in den nächsten Jahren, die überblickbare Zeitperiode, die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre, wird nicht sein, KI automatisiert und der Mensch hat nichts zu tun, sondern wird sein, ein Mensch, der dieses Tool einsetzt, wird seinen Job besser machen können, wird vielleicht Jobs machen können, die man gar nicht machen konnte vorher, wird schneller sein in dem, was er tut, aber es wird den Menschen nicht ersetzen. Ich habe einen interessanten Quote von einem Kollegen von Harvard gelesen, der gesagt hat, KI ersetzt keine menschlichen Jobs. Menschen, die KI verwenden, ersetzen Jobs von anderen Menschen, die sich geweigert haben, sich damit zu beschäftigen. Den sollte man sich sehr zu Herzen nehmen. Das ist ein äußerst, da steckt viel, viel Weisheit drin. Es lohnt sich, diese Sachen anzugucken. Sehr spannend. Und auch, Sie haben das auch im anderen Interview eben bei diesem Magazin Salzkorn auch erwähnt. Aber will ich sinnstiftende Tätigkeiten oder will ich mich darüber aufregen, dass, so haben Sie es genannt, Bullshit-Jobs durch KI-Systeme nicht mehr notwendig sind? Also dass auch vieles, zum Beispiel irgendwelche Callcenter-Jobs, die niemand wahnsinnig gerne macht, wahrscheinlich dann eben übernommen werden können oder so. Das war genau, als wir dieses Interview geführt hatten, damals irgendwie, innerhalb kürzester Zeit kamen da zwei Schlagzeilen aufeinander. Die eine war irgendwie Reportage undercover, unter was für menschenunwürdigen Bedingungen die armen Personen dort in so kleinen Boxen sitzen und 10 Stunden am Tag Leute nötigen müssen per Telefon und irgendwas verkaufen, was niemand haben will. Mit dem Tenor natürlich, was soll das? Warum müssen die Leute diese blöde Tätigkeit ausführen? Das ist doch menschenunwürdig. Und eine Woche später war der Artikel dann, in Summe sollen im gleichen Land in den nächsten 10 Jahren 100.000 Callcenter-Stellen durch Chatbots ersetzt werden. Böse, böse Technik. Die armen Leute werden arbeitslos. Also, hat man jetzt wirklich ein Anliegen oder wollte man einfach irgendwie, keine Ahnung, den nächsten Aufreger schaffen? Ich meine, wenn die Jobs so schlimm waren wie im ersten Artikel beschrieben, dann sollte man froh sein, dass in Zukunft das keiner mehr machen muss. Eine Sache, die ich da sehr, sehr spannend finde, vor 2018 schon hat Kai-Fu Lee, ein chinesischer Investor, früher KI-Forscher, einen TED-Talk gehalten zu, wo führt das Ganze mal hin? Also mittlerweile schon 5 Jahre her. Und hat gesagt, ja, es kann uns befreien, Sachen nicht mehr tun zu müssen, die wir jetzt irgendwie sehr, sehr nervig finden. Also ich nehme zum Beispiel an, die meisten von uns wären nicht böse, wenn wir weniger E-Mails selber schreiben und lesen müssten, wenn es vielleicht das ein oder andere Meeting nicht bräuchte und so. Er hat gesagt, KI kann uns dabei helfen. Und jetzt, wenn man überlegt, wo es herkommt, ist die Aussage,
verblüffend. Er hat gesagt, es kann uns befreien, dazu unserer Berufung gerecht zu werden, und die ist, Jobs of Compassion zu machen. Liebe zu üben, mit Mitgefühl mit unseren Mitmenschen umzugehen. Er hat gesagt, das können ganz verschiedene Tätigkeiten sein. Logischerweise zählt Pflege beispielsweise dazu, aber alle Lehrberufe, alles, wo es darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu reden, zu überzeugen, sich zu verstehen, quer durch die Bank weg. Und er hat gesagt, dazu sind die Menschen eigentlich gemacht, nicht dazu, in Meetings zu sitzen und E-Mails zu schreiben. Wenn uns KI dabei helfen kann, dann geht es uns doch eigentlich allen besser. Und ihr habt das Gefühl, da steckt viel Gutes drin, so als Vision, wohin könnten wir damit mal kommen? Und vielleicht ist da auch eine gewisse Verknüpfung jetzt zu machen zu eben der Wertehaltung, die Ihr Leben auch prägt, Herr Stadelmann. Ich weiß nicht, ich interpretiere mal ein bisschen diese Richtung oder was Ihre Motivation ist, auch in diese Richtung zu forschen, also letztlich auch den Menschen ja zu dienen, oder? Das ist wahrscheinlich immer der Antrieb irgendwo für Sie jetzt auch oder für jeden Professoren wahrscheinlich irgend in einem Sinn. Ich gehe davon aus, dass das den allermeisten Kollegen auch so geht, ja, dass man Gutes damit tun will und nicht so, ups, ich habe die Bombe gebaut, aber ich habe sie ja nur gebaut, jemand anders hat sie geworfen. Nein, ich glaube wirklich, dass man mit KI enorm viel Gutes tun könnte. Nennen wir ein Beispiel. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Eine der ganz großen Hoffnungen in der Medizinaltechnik ist es, dass in Zukunft Menschen geholfen werden kann, die heute zwischen die Raster fallen, weil ihre Krankheiten selten sind. Nehmen wir sehr spezifische, vielleicht nur einmal weltweit auftretende Formen von Krebs, die man sehr effektiv behandeln könnte mit dem Medikament, was genau diesen Krebs attackiert, denen aber nicht geholfen ist mit dem Medikament, was 30% der anderen Krebspatienten auch hilft. Die würden durch das Medikament vielleicht umgebracht werden. Die würden diese Chemotherapie nicht überleben. Kein Pharmakonzern kann sich heute leisten, individuelle Medikamente zu entwickeln. Und wenn doch, dann sind sie so teuer, dass es nicht furchtbar vielen Leuten zugute käme, die diese Krankheit haben könnten. Aber mit Hilfe von größer angelegter Datenanalyse, Machine Learning, künstlicher Intelligenz, ist es möglich, solche Medikamente zu einem guten Teil automatisch zu erzeugen, Prototypen zu erzeugen, aus denen man dann das Medikament synthetisieren kann. Das wird nur möglich durch solche Technologie. Damit können wir Leid verhindern, Schmerzen verhindern, Tote verhindern, gegen Krankheiten was unternehmen, gegen die wir ansonsten machtlos wären. Und das zu Preisen, die das Ganze erschwinglich machen für viele Menschen auf der Welt. Und wenn wir solche Entwicklungen ersticken, dann ersticken wir die sehr konkreten Möglichkeiten, diesen Leuten ansonsten zu helfen. Ja, also wirklich dieser direkte Zusammenhang, das war mir jetzt so noch nicht bewusst, aber es leuchtet völlig ein, ja, dass genau auch dort wieder ein Segen drin sein kann, also wirklich in vielen Bereichen. Ich habe jetzt das Gefühl, wir haben ein Gespräch bisher geführt und noch kaum von irgendeinem Risikofaktor gesprochen, und aber Sie haben ja gesagt, Sie sind sehr optimistisch mit allem eingestellt hier. Trotzdem mal auch noch die Frage, also es gibt ja dann auch, ich habe das im letzten Talk ein bisschen angesprochen, eben den Missbrauch, den gibt es dann immer auch drin, aber Sie trauen offensichtlich auch den Menschen größtenteils zu, dass da gute Kräfte sich durchsetzen könnten oder sich das insgesamt doch zum Segen entwickeln kann. Eben. Es sind zwei Dinge. Das eine ist, ja, ich glaube dran, dass Gutes passieren kann. Ich weiß nicht, wir können in die Bibel gucken und sehen, dass die Saat mit dem Unkraut aufwächst. Wenn man das realistisch betrachtet, dann heißt das, da wird Unkraut sein, aber da wird auch Saat sein. Ich glaube manchmal, man muss mehr dafür tun, dass auch Saat entsteht und nicht nur Unkraut da ist. Also
Da kann man auch realistisch sein, dass Menschen das zum Bösen einsetzen würden oder Sachen tun, die vielleicht nicht böse gemeint sind, aber zu Bösem führen, zu schlechten Ergebnissen. Diskriminierung könnte so eins sein. Also das Thema war Deepfake-Pornos jetzt dort zum Beispiel, oder? Ja. Sowas auch. Ich glaube, das passiert nicht nebenbei. Da muss man böse wollen, oder? Ja. Das wird automatisch passieren, oder? Aber ich glaube, den Menschen guten Willens, den muss man sagen, hey, nutzt das, damit auch die guten Sachen passieren, die möglich wären. Aber gucken wir uns diese Risiken an, oder? Also einer ist sicherlich, dass man jetzt schon und noch viel in stärkerem Maße in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, wird es massiv zunehmen, die Möglichkeiten dafür, perfekt daherkommende Inhalte quasi auf Knopfdruck erzeugen kann. ChatGPT gibt eine Ahnung davon, wie das mit Text geht, mit Journey, Stable Diffusion, DALL-E, diese Systeme, denen man Text eingibt und rauskommt ein Bild, was dem Text entspricht, zeigen, wie das im Bildbereich möglich ist. Wir werden in den nächsten 2, 3 Jahren sehen, dass das auch im Videobereich gehen wird. Im Tonbereich haben wir es schon gesehen. Also qualitativ sehr hochwertigen Content, also qualitativ von der Form her qualitativ hochwertigster Content, wird sich von jedem auf Knopfdruck erzeugen lassen. Das gibt ein Problem mit Fake News. Nicht, dass wir das nicht schon hätten, es wird aber sicherlich nicht weniger dadurch. Wenn man in die Richtung Pornografie, Gewalt gehen will, da bieten sich sicherlich Möglichkeiten und ich mache mir keine Illusionen, dass das nicht viel versucht wird anzuwenden für das. Aber auch Medienberichte, was war es früher aufwendig, einen guten Text zu schreiben? Wenn man sich den jetzt generieren kann und die Bilder gleich dazu, was macht das über in einer Gesellschaft, wo Meinungsmache über Social Media passiert und jeder posten kann, was er will? Das ist sicherlich ein Problem. Der KI-Chef von Facebook, Jan Le Cun, hat mal gesagt, als auf die Frage, hey, ihr mit eurer ganzen Technologie, Facebook ist einer der großen Verfechter von ihre Modelle, ihre Systeme Open Source zu machen, dass jeder die verwenden kann. Er wurde dann gefragt, hey, sorgt das nicht dafür, dass die Flut von Fake News einfach nur immer größer wird und Deepfakes und so weiter? Er hat gemeint, ja, und gleichzeitig, wenn ihr wüsstet, wie viel Blödsinn die gleichen KI-Modelle jeden Tag automatisch ausfiltern, sodass sie ihr euch nicht damit abgeben müsst, 90% des Contents wird rausgefiltert. Wegen KI-Systemen, die das erkennen können. Also ein Stück weit ist das auch ein Arms Race. Ja, man kann diese Sachen schneller erzeugen, man kann auch schneller betrügen in der Schule. Die Detektoren werden aber auch besser. Und ich weiß nicht, ob die generell die Moralität der Leute so stark sinkt. Also ich wurde letztens gefragt, ob ich jetzt nicht Angst hätte, dass meine Studenten in Online-Prüfungen nur noch beschummeln würden. Und ich habe gefunden, ja, es wird sicherlich einfacher zu beschummeln, es wird auch ein Stück weit einfacher, das zu erkennen, aber ich weiß nicht, ob der Anteil in der Bevölkerung an Leuten, die absichtlich betrügen wollen, nur wegen der Möglichkeit massiv steigt. Vielleicht steigt er ein bisschen, manche lassen sich verführen durch Möglichkeiten, aber ich glaube nicht, dass sich das verdoppelt. Also das ist sicherlich mal eine Sache. Und man könnte noch eine andere hoffnungsvolle Note anschließen, wenn ich darf. Nehmen wir mal an, das ist so. Man kann demnächst kein Bild mehr trauen aus dem Kriegsgebiet, weil wer weiß, ob das wirklich so passiert ist oder das Video einfach nur generiert wurde. Man kann keinem Augenzeugenbericht mehr trauen, weil wer weiß, vielleicht gibt es die Person dahinter gar nicht. Man könnte die ja einfach simulieren. Mit ihrer Online-Identität und so hat die jemand gesehen. Im besten Fall führt das doch dazu, dass die Menschen es vielleicht leid werden, sich damit auseinanderzusetzen, ob die Flut an Informationen, die nicht kleiner wird, jetzt real war oder nicht und werden sich wieder ein Stück weit darauf zurückziehen, nicht mehr sich global von überall ihre Erkenntnisse zu holen, weil sie eben davon ausgehen, naja, das ist wie früher oder der Zeitung kann ich trauen, sondern sie werden vielleicht ihren wieder selektiver werden, in wem höre ich denn zu? Vielleicht höre ich der Zeitung vor Ort zu. Vielleicht höre ich der Zeitung zu, wo ich den Chefredakteur kenne und weiß, auf welcher Wertebasis der steht. Vielleicht höre ich den Online-Quellen zu, wo ich weiß, wo das herkommt. Und nicht nur My Friends und was die gepostet haben, sondern persönliches Beziehungsnetzwerk, wo ich mich drauf verlassen kann. Vielleicht gibt das Ganze eine Renaissance von Vertrauen, von echten Beziehungen, von dem genuin Menschlichen, weil wir vielleicht mit 2, 3, 4, 5 Jahren Verzögerung merken werden, ja, also einfach nur perfekte Form ist doch irgendwie hohl. Absolut interessanter Gedanke. Gut, dass Sie den noch jetzt ergänzt haben, weil ich denke auch, dass es macht vielleicht wacher, beziehungsfähiger sogar, wie Sie jetzt beschrieben haben. Also das ist ein schöner Aspekt drin. Und
Ja, das Hoffnungsvolle dort drin zu sehen, also das zieht sich ja ein bisschen durch, wenn ich da auch zum Beispiel gleich kürzlich die Kolumne gelesen habe von Ihnen im Schaffhauser Bock, kam das, und da ist das auch stark drin, einfach das fürchte dich nicht, so hört es dann auch auf, dieser Text, komm, mach mit beim Gutes tun, dein Gott ist an deiner Seite, also das ist schon eine Haltung, ja, ich staune ein bisschen, also es freut mich einfach, jetzt auch Sie kennengelernt zu haben und zu sehen, ja, mit welcher Motivation und Haltung Sie da an die Sache rangehen. Ich glaube, wenn wir das noch aufgreifen wollen, ich glaube, es kann auch zu einer, diese ganzen Entwicklungen können auch zu einer zweiten Renaissance führen, zwar zu einer Renaissance des Glaubens, nicht nur zu einer Renaissance der persönlichen Beziehung. Die letzten, weiß nicht, hunderte Jahre, müsste man fast sagen, waren Menschen mit Glauben, mit gesunder Spiritualität doch irgendwie argumentativ auf dem Rückzug. Man sagt, ah, ja, da die Naturwissenschaften, jetzt verstehen wir schon, wie die Planeten kreisen und sonst was. Was haben wir denn überhaupt noch zu melden? Wir ziehen uns zurück ins Private. Wir halten das irgendwie raus, weil irgendwie haben oft genug auf den Kopf gekriegt, wenn wir versucht haben, irgendwie mit unseren Argumenten zu bestehen. Also wir machen das nicht mehr so arg öffentlich. Wir haben wie eine Scheu davor entwickelt. Und unter anderem, weil es große Wortführer gab, die gesagt haben, ja, ist doch alles irgendwie, also hier, es gibt ganz gute Argumente, warum man das nicht mehr auf den großen Bühnen sagen sollte. Bis hin zu wird diskutiert, ob man Zusätze auf, also Hinweise auf Glauben aus Verfassungen entfernt, aus Kulturgut entfernt. Ist es überhaupt noch zeitgemäß? Was ich wahrnehme jetzt im Bereich der KI ist, gerade wenn wir den Leuten zuhören, mit denen ich ansonsten nicht viel übereinstimme, denen, die sagen, oh, wir könnten alle ausgerottet werden, furchtbar gefährlich, wer weiß, es könnte morgen lebendig werden oder so. Wenige Leute, die das sind, aber durchaus ernstzunehmende Leute, wenn ich denen zuhöre und ich habe mir stundenlang Podcasts angehört, dann höre ich kein einziges technisches Argument, kein einziges wissenschaftliches Argument, obwohl es von Technikern und von Wissenschaftlern kommt, die hochdekoriert sind. Ich höre weltanschauliche Argumente. Ich höre Leute, die sagen, ich habe eigentlich keine furchtbar ho hohe Meinung vom Leben. Leben ist was, das ist letztendlich irgendwie kohlenstoffbasierte Hardware, auf denen laufen irgendwelche Algorithmen. Das ist meine Vorstellung von Intelligenz. Und in dem Sinne könnte ja auch ein Computerverfahren, was auf silikonbasierter Hardware, Chips, Prozessoren und so läuft, das Gleiche erreichen. Und da ich gleichzeitig zu meiner niedrigen Einschätzung des Lebens noch eine sehr hohe Meinung von meinen Fähigkeiten als Programmierer habe, denke ich, das könnte jederzeit passieren. Und außerdem weiß ich aus meiner anderen weltanschaulichen Überzeugung, dass höherwertiges Leben niederwertiges typischerweise ausrottet. Und das macht mir jetzt furchtbar viel Angst. Und ich würde mich am liebsten in meinem Bunker einschließen. Und ich meine, es gibt Leute, die sagen, lasst uns sofort alle Atomwaffen der Welt auf alle Datacenter der Welt abschießen, damit da ja nichts passiert. Einfach um sicher zu sein. Das sind eigentlich kluge Menschen. Aber die kommen nicht auf diese Idee, weil die Technik ihnen Anlass dazu gibt. Die haben diese riesige Angst, weil ihre Weltanschauung ihnen eine Heidenangst einjagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ihre Weltanschauung ihnen sagt, das Leben stinkt, am Ende verreckt man, das Leben ist nichts wert, du bist nichts anderes als irgendwas in der Petrischale und ein Computer, naja, haben wir ja gesehen, dessen Entwicklung extrapolieren wir mal, das wird dich überholen. Morgen, in 2 Jahren, in 10 Jahren, in 100, ist auch egal, das ist unausweichlich. Und ich denke, Menschen mit einer gesunden Spiritualität, mit Glauben, haben zum Beispiel aus der Bibel heraus sowas von einer anderen Weltanschauung. Eine, die eben sagt, ja, neben dem Unkraut wächst auch noch Weizen auf. Hey, es gibt eine gute Macht in dieser Welt, es gibt Segen in dieser Welt, es gibt einen liebevollen Gott, es gibt Wunder, es gibt lauter diese Dinge, oder? Man muss nicht mit dieser pessimistischen Haltung rumlaufen. Keine Wissenschaft der Welt diktiert die einem. Das ist eine persönliche Wahl, die man treffen kann. Und wir haben eine andere Anschauung. Wir können rumlaufen und sagen, mit genau den gleichen Argumenten wie Professor X und Herr Musk und sonst welche, sagen, oh, ich bin total scared, können wir rumlaufen und sagen, wir haben Hoffnung ohne Ende. Lass uns die Zukunft bauen. Ja, genau. Hey, so cool. Und ich meine, wenn wir jetzt einen Talk haben über KI, ob der Begriff so ideal gewählt ist, das stellen Sie auch an einer Stelle mal in Frage, weil ob es wirklich künstliche Intelligenz, dass das genau richtig ist, aber so ist jetzt gewählt. Also auf jeden Fall, ich würde gerne noch die Frage stellen an Sie persönlich, Herr Stadelmann, warum oder was war damals der
Moment, als Sie sich für sich die Entscheidung getroffen haben, ja, ich glaube eben an einen intelligenten Schöpfer, da ist das, dieses Wort auf jeden Fall auch drin. Ja, ich finde das manchmal spannende Diskussion mit meinen Studenten, wenn es dann um Zukunft, Science Fiction und Superintelligenz geht, meine ich nur, ja, meiner Meinung nach leben wir schon längst mit Superintelligenz, schon seit ein paar tausend Jahren, oder? Ich nenne die halt Gott. Können sogar noch persönlicher werden. Und dann gucken sie mich meistens verdutzt an, dann kratzen sie sich am Kopf und dann denken sie, das stimmt eigentlich, warum betrachten wir das mal nicht so? Und schon sind die altmodischen Gedanken gar nicht mehr so altmodisch und man kann wieder sinnvoll gemeinsam darüber reden. Das ist wirklich cool. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe da schon ganz viel mit der daheim gehört, einfach im Elternhaus. Das Thema war immer präsent. Jetzt wissen wir alle irgendwie, Gott hat keine Enkel. Das funktioniert nicht. Man muss da irgendwie selbst dabei sein. Man Genau. kann das eben nicht mit der Muttermilch aufnehmen, aber man kann viel lernen. Ich habe da viel gelernt und ich glaube, für mich kam die Zeit so, damals während meinem damals noch obligatorischen Wehrdienst in Deutschland beim Militär, wo ich gedacht habe, so, jetzt liegt er also in der Kiste mit persönlichen Sachen unterm Bett in der Achtmannstube, liegt unter anderem eine Bibel. Liegt die nur da, weil ich das gewohnt bin oder lese ich die noch? Und dann habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, also ja, ich lese sie noch, aber ich bin auch manchmal ein Gewohnheitstier. Will ich das weitermachen? Und habe gedacht, ja, es gibt einen guten Grund dafür. Ich halte das wirklich für wahr. Ich merke keinen Zweifel in mir. Alle Argumente, die ich dazu geprüft und durchgedacht habe, bringen mich nur weiter dazu, dem zu vertrauen. Und dann habe ich gedacht, dann wäre es richtig, richtig dumm, damit nicht weiterzumachen. Und ich glaube, das war so einer von den persönlichen Schritten, an die ich mich erinnern kann. Und es gab dann weitere Glaubensschritte, wo ich gemerkt habe, ich kann mich wirklich darauf verlassen, in so vielen Bereichen. Es ist nicht nur ein abstrakter Glaube an, ja, das, was da steht, dem kann ich irgendwie vertrauen. Ich kann in einzelnen Situationen auf das vertrauen. Ich kann in meinem Beruf auf das vertrauen. Ich meine, wie viel kommt es in der Forschung auf Intuition an und auf, komm, wir probieren X und nicht Y? Ich finde, das ist ein fast unverschämter Vorteil, sagen zu können, hey, ich kann es dir heute nicht sagen, aber ich sag's dir morgen. Dazwischendurch nehme ich mir Zeit zum Gebet und dann komme ich wieder mit der Idee, wie wir weitermachen in dem Projekt. Das hat auch schon geklappt. Ja, wow. Also für jemand wie mich, der jetzt nicht eben in dieser Welt der Naturwissenschaft oder der Forschung, Wissenschaft allgemein drin ist, so stark, ist der manchmal das Gefühl, ja, das sind dann doch die Exoten oder wie, aber das ist schön zu merken, wie das eigentlich jetzt Sie zum Beispiel in einer so Selbstverständlichkeit und Freiheit einfach ja, das voll ausleben, oder? Und vielleicht sind wir Exoten. Exoten sein ist ja irgendwie auch cool. Aber wir leben ja auch in einer Zeit, die das Exotentum enorm feiert, oder? Also was haben wir nicht überall Diversity-Beauftragte, die dafür sorgen, dass alle Exoten einen Platz finden? Ich finde, man darf das auch mal nutzen. Genauso wie man darauf verweisen darf, hey, guck dir diese Geistesgrößen an, die aufgrund ihrer Welthaltung finden, jetzt muss man Angst vor allem haben, können wir sagen, wir verweisen auch auf unsere Welthaltung. Guck mal, man muss gar keine Angst haben. Nimm das doch mal als Alternative. Bezieh das doch mal in dein Denken ein. Und genauso können wir sagen, hey, guck mal, unsere exotische Meinung, die führt zu sehr spannenden Erkenntnissen. Lass das doch den Dialog befruchten, indem eine weitere diverse Meinung da reinkommt. Ich finde sowas spannend. Hey, super. Es hat mich extrem gefreut, Sie kennenzulernen, Professor Thilo Stadelmann. Und ja, kann nur einfach Ihnen alles Gute wünschen weiterhin in Ihrer Forschung, in Ihren ganzen Disziplinen, wo Sie da unterwegs sind und die vielen Hüte, eben sogar Unternehmer seit kurzem auch. Und ja, alles, was da Sie so an Hüten haben, auch Vater und natürlich auch dort wünschen wir Ihnen Gottes Segen, auch Ihnen und Ihrer Familie. Vielen Dank Herzlichen Dank. für das Gespräch. Danke Ihnen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.